Coriolis, Gnade der Ikonen. Episode 10. 20. Tag. Wir sind immer noch in diesem Labyrinth aus Gängen, Leitern, Treppen, Schächten. Aber diesmal hören wir eine seltsame Stimme, die merkwürdige Rätsel uns offenbart über Türen und Ikonen und Schlösser und irgendwas Sonstiges. Nach einer Zeit habe ich nicht mehr zugehört. Wir folgen diversen Gängen, bis wir einen Raum erreichen. Natürlich ist hier kein Boden. Ich springe zu einem großen Schrotthaufen und befestige ein Seil, damit meine Kollegen mit rüberkommen. Wir klettern den Hügel herab und unten ist ein alter Waldschrat oder wie man das auch hier nennen mag. Im All sitzt dieser Typ, der diese rätselhaften Sprüche von sich lässt. Und er hört nicht auf. Er hört einfach nicht auf. Wir sind eine Weile hier. Er erzählt. Ich weiß nicht, was er will. Dann nehmen wir den Ausgang aus diesem Raum. Wieder Gänge, Schächte und Stimmen von anderen. Dass es das noch gibt hier unten. Aber diese sind uns nicht wohlgesonnen. Es kommt zu einem kleinen Kampf. Die haben sich ergeben, nennen wir es mal so. Kommen noch mehr. Die haben sich auch ergeben. Die restlichen fliehen und lassen uns hinterlassen uns eine Überraschung. Sprengstoff. Die Panik bricht aus. Wir fliehen. Ja, Xeno, du flüchtest so gesehen gerade zu eurem vorigen Versteck, während Anuket, Samira und auch Jakob in einem großen Raum stehen. Und ja, die Bomben vom letzten Mal sind ja von euch jetzt fachmännisch entschärft. Und ja, ihr steht in einem großen Raum. Es stehen hier mit Schienen angebrachte Rettungskapseln in dem Raum, die auch teilweise schon beladen worden sind mit Stasisbetten. Ihr hört noch leise das Wimmern von geschundenen Gefangenen in einem kleinen, eingepferchten Käfig, die sich immer noch nicht trotz offener Tür hinauswagen. Und ja, was wollt ihr tun? Ich schaue mich erstmal im Raum jetzt um. Gibt es hier irgendwo noch weitere Anzeichen für potenzielle Feinde? Wenn ich hier keinen sehen würde, würde ich mal zum Käfig gehen. Es ist gespenstisch ruhig. Bis auf eben das leise Wimmern von den Gefangenen. Und ja, oder doch, da ist noch etwas, ein Pfeifen in einem Seitenraum. Geh mal vorsichtig gucken. So eine böse Befürchtung, aber ich will trotzdem mal gucken. Ja, du gehst entsprechend wieder zurück, drehst dich um und ja, siehst dann links unten einen kleinen Raum, wo mehrere Betten militärischer Art aufgestellt sind und eine kleine Küchennische und ein Wasserkocher pfeift vor sich hin. Ich geh mal schauen, gibt's da irgendwas zu trinken? Was gibt's hier noch zu trinken? Und ist hier irgendwo so die Teesache, Kaffee vorbereitet? Ja, es ist ein entsprechendes sind alle Utensilien da, um einen ja, schönen, warmen Chai aufzubrühen? Würde ich wirklich machen. Ich glaube, die Gefangenen werden das brauchen. Okay, dann tut Jakob sich in der Teeküche tätig machen. Was machen Anuket und Samira? Also ich würde mit Anuket zusammen dann irgendwann, nachdem wir durchgeatmet haben, die uns erstmal die Gefangenen bzw. die Stasisbetten da irgendwie alle mal angucken. Vielleicht brauchen die ja Hilfe in irgendeiner Form zu stabilisieren. Dann müssen wir ja auch noch Nitan da rausholen. Vielleicht gibt es da irgendwie ein Bett, das wir benutzen können, um sie da vielleicht rauf zu hieven, dass wir irgendwie transportieren können dann. Mhm. Dass wir uns da einfach was suchen, um sie in irgendeiner Form zumindest auf ein Bett zu legen. Oder auf eine Trage oder irgendwie so. Mhm. Dann darfst du mal, wenn du die Stasisbetten genauer anschaust, mal auf Beobachten werfen. Genau, du schaust dir die Betten an. Es liegen mehrere Personen da drin, verschiedenen Geschlechts. Es sind 5 Stasisbetten, wo Menschen drin sind. Und was dir auffällt, ist, dass diese Stasisbetten
eine komische Markierung haben, die einmal weiß und einmal schwarz ist. Also unterschiedlich. Mal ist es schwarz, mal ist es weiß. Und wenn du dann so über die Kapsel so streichst und den Raureif ein bisschen abträgst, siehst du auch, dass diese Personen, die da eingesperrt und eingefroren sind, auch diese Markierung auf der Stirn haben. Ist eine davon vielleicht den wir suchen? Also finden wir Noah? Noah ist nicht dabei, aber du findest jemand anders, der dir bekannt ist. Ah, unsere kleine verlorene Dame. Mhm. Was für eine Markierung hat die? Eine schwarze? Die hat eine schwarze Markierung. Kann ich die Stasis-Betten einfach so aufmachen, Anuket? Oder machen wir da irgendwas kaputt? Ich meine, ich kann ja auch, gibt es da irgendwie so eine Art Bedienpult oder so? Oder irgendwas, womit ich irgendwas überprüfen kann? Weiß ja nicht. Na, da müsste ja schon ein Lebenssystem dran sein. Schon ein Bedienpanel, denke ich, oder? Ja, klar. Das ist ein klassisches Stasis-Bett, wie ihr es ja auch von eurem eigenen Schiff kennt. Dann werde ich mal zusehen, ob wir vielleicht das eine oder andere irgendwie aufmachen können. Also nicht einfach aufmachen, sondern entsprechend mit ja. Anuket zusammen halt so aufmachen, dass die weiterhin trotzdem lebensfähig sind, damit wir vielleicht irgendein Bett für Nitan benutzen können. Ja, also ihr schaut an, wenn du noch weiter guckst, eine weitere Person ist dir bekannt in diesem Stasisbett. Also in einem anderen Stasisbett. Okay. Die Person hast du mal flüchtig gesehen, unten in dem Quartier der Deckarbeiter. Das ist der Vater von... Namen. also ihr habt Aram auf jeden Jaffa. Genau, dem Vater von Aram Jaffar liegt da drin. Auch eingefroren. Hat eine weiße Markierung an der Stirn. Hm. Sehr merkwürdig. Also ich werde versuchen, die alle quasi deren Lebensaktivität wieder hochzufahren. Genau, das dauert einfach eine gewisse Weile, weil man natürlich die Leute nicht wieder einfach initial einfach Schock wieder auftaut. Aber du startest entsprechend die Auftauprozedur. Das dauert halt nur eine gewisse Zeit. Xeno, du läufst entsprechend wieder zurück zu dem Ort, wo die Toten auf dem Weg liegen. Du läufst an den beiden Märtyrer im Gang vorbei, in den kleinen Gang stolperst du gesehen über die drüber und ja, da liegt immer noch im Raum Nitan, die zusammengeflickt da immer noch bewusstlos liegt. Nitan? Geht's dir noch gut? Geht's dir besser? Vielleicht schlechter? Aufwachen? Sie reagiert nicht. Sie ist immer noch weggetreten. Dann schnapp ich sie mir und bring sie mal zu den anderen. Ich passe auf, dass der Bein nicht weiter beschädigt wird. Bin ja mal nicht so. Okay, du läufst und stapfst dann vorsichtigen Schrittes über die Leichen hinweg. Da bin ich nicht so vorsichtig, das ist. Die stören mich nicht, sagen wir es mal so. Alles selbst verschulden. Ja, irgendwann merken Samira und Anuket, dass irgendwie der Geruch von Chai langsam die Halle erfüllt. Ich gucke Anuket dann wirklich fragend an. Und dann kommt Jakob mit einem Tablett mit dampfenden Chai aus der Küche. Traumhaft. Genau das brauchen wir jetzt. Teilen wir auch mal an die Aufwachenden. Irgendwas brauchen die doch bestimmt. Ja. Ja, bestimmt. Die brauchen jetzt viel Liebe. Du kannst dich ja dazulegen. Das wären ein paar viele. Was mich viel mehr interessiert ist, wo sind denn die, die auf dem Rückzug sind, hingelaufen? Hm? Die müssten ja durch irgendeine Tür verschwunden sein oder sowas. Ja, über die Tür oben rechts auf der Karte. Das ist eine Luftschleuse nach draußen. Okay, und wenn man da jetzt guckt, Luftschleuse heißt, das ist tatsächlich ein Andockbereich. Mhm. Und ist noch was angedockt? Das siehst du von hier aus nicht. Ja, Chef. Vielleicht sollten wir mal nachsehen. Ich guck mich mal um, sind hier irgendwo Anzüge, die wir uns potenziell anziehen können, so für draußen und... Nein. Ich schüttel den Kopf und meine nur, das wäre, also, wenn wir da rausgehen, also ich kann da nicht atmen oder gut leben, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, also
Naja, streng mal deine Fantasie ein. Vielleicht kannst du ja einfach Samira irgendwie dich ins System hacken oder einfach nur auslesen, ob irgendwas angedockt ist. So viel einfacher. Samira, ich glaube, da bist du immer noch besser geeignet als ich, aber ich kann es mal probieren. Aber die ist, glaube ich, gerade beschäftigt. Ich kann mal probieren, wenn hier irgendwo was ist, wo man sich einhacken kann für die Luftschleuse, oder? Du kannst dich an die Luftschleuse stellen, da kannst du ganz normal bedienen. Dann würde ich mal wirklich schauen, ob da noch irgendwas angedockt ist oder wie auch immer. Ob man sich da mal ein... Ja, du machst die Schleuse entsprechend auf. Sie wird entsprechend mit der Atmosphäre von dem Raum befüllt und du stehst dann so gesehen vor der Außentür. Ein kleines Fenster ragt raus und du siehst nur die Schwärze des Alls und so im ganz kleinen am Rand des Sichtfelds siehst du den Planeten Kua unter euch. Ich drehe mich auch noch um. Hier ist nichts mehr. Hier ist nur, sagen wir, sehen Kua unter uns, aber keine Menschen hier mehr oder kein Schiff oder sonstiges. Ich weiß jetzt nicht, ob die mit einem Anzug an der Station langlaufen zu irgendeinem Schiff, ob hier das Schiff angedockt hatte oder was auch immer, aber... Ich kann versuchen, das noch auszulesen, aber ich meine, wir haben jetzt so viele Leute und wir müssen mit denen weg und ich wollte... Wir müssen Nitan hier irgendwie drauf kriegen und ich meine, wie kommen wir hier wieder raus? Die Menschen sind wichtiger, wir müssen... In dem Moment kommt auch Xeno mit Nitan auf dem Arm in die Halle reinspaziert. Hallo, ich habe hier noch jemanden. Oh, es riecht nach Schei. Ja, es wird hier gleich ein Bett frei, das dauert noch ein bisschen. Es sind noch mal weitere Stasisbetten noch frei, also nur fünf davon sind besetzt. Dann mache ich eins auf, dann leg sie mal hier rein, bitte. Okay. So. Und jetzt? Sollen wir die Kavallerie rufen? Was wollt ihr jetzt tun? Judikatorin anrufen oder wie? Probier doch mal, ob du sie erreichst von hier aus. Kann sagen, ob die sich hier runter. Runter sei Anokett, wenn du deine Freundin befindest? Ja, ich kann sie mal anrufen. Mit meinem Kommunikator und versuche sie zu kontaktieren. Der Kommunikator meldet erstmal hier auf dieser Ebene der Kuriosestation kein Netz. Ein Netz. Ich glaube, da wird dieses Dock hier, gell? Das war doch hier so eine Landebucht. Ja, aber eine, die schon lange außer Betrieb genommen wurde. Und leer ist? Leer ist die jetzt komplett? Ihr steht also, ja in einer dieser Hallen. Ja, aber da ist kein Fahrzeug. Nein, es stehen so gesehen nur Rettungskapseln, die auf einer Schiene angebracht worden sind und die durch eine Schleuse nach draußen befördert werden. Und kein normales. Das wurde hier künstlich installiert. Also erst vor kurzem. Also es war nicht in der ursprünglichen Installation vorhanden. Ist da ein System, an den ich mich ranhängen kann, in irgendeiner Form? Klar. An welches System möchtest du dich gerne anschließen? Also erstmal will ich ja gucken, wie dieses Dock hieß und vielleicht kann ich über dieses System, was da drin ist, auch eine Nachricht absenden. Also es gibt jetzt hier als System die Rettungskapseln. Es gäbe als System den zentralen Computer, der aktuell keinen Strom hat, weil ihr den abgeklemmt habt. Naja, nur irgendwas ist ja immer, also bevor es einen Bumm macht. Den Strom abgeklemmt haben wir vor der Tür. Das war nichts mit Bumm. Ja, den haben wir nie abgeklemmt, den haben wir kaputt gemacht. Aber ist egal. Ja. Ja. Das Einzige, was so funktioniert hat, war eben so der Gaskocher, auf dem der Wasserkocher stand. Dann gehe ich mal zurück. Will einer von euch mitkommen? Irgendjemand muss mich hochheben. Wir müssen die Kabel wieder zusammenflicken. Vielleicht jemand mit Muskeln. Ja, jetzt. Du bist der kräftigste Zeno. Na, dann habe ich kein Problem mit. Ja. Mit genug Zeit kriegt ihr es auf jeden Fall hin. Dann geht plötzlich auch wieder flackerndes Licht in dieser Halle wieder an. Mittlerweile haben sich die Stasisbetten auch soweit, also die entriegelt habt. Also Nitan wurde entsprechend in die Kryostase befördert und ja, der Vater von Aram Jafar richtet sich dann langsam auf und auch die Altea macht wieder auf. Ah, trinken Sie erstmal was. Was? Wo bin ich? Erstmal in Sicherheit. Ihr seid es, zum Glück. Und dann nimmt sie erstmal an dem Tee, eher vorsichtig, und hält eher die Hände drumherum, um sich die Hände aufzuwärmen. Wo bin ich hier? Hier sind wir tief im Herzen der Coriolis-Station, wo ein paar Leute hier eine illegale Dock betrieben haben und hier Leute vom Schiff gebracht haben. Oder entführt haben. Ja, ja.
Und diese Stimme, die Schwäne, sie guckt dich dann so an. Schwäne? Ja, die Schwäne, dieser Teich, der Bote selbst hat zu mir gesprochen. In meinen habe ich geschlafen? Ja, ihr habt hier, glaube ich, ihr habt, muss sagen, du hast geschlafen. Ihr wurdet hier in Stasis versetzt, vorbereitet für einen langen Flug. Vermutlich nach Zalos. Ja, wirkt bedrückt, guckt sich dann um. Aber der Bote ist immer noch irgendwo da. Ich spüre irgendwo noch seine. Hier auf der Station? In der Nähe? Nein, nicht hier. Aber er ist irgendwo noch da. Kannst du das genauer sagen? Wo bin ich? Meldet sich dann der alte Herr wieder. Kleinen Moment. Alter, ich gehe mal kurz ein weiteres Getränk verteilen. Ja. Wie gesagt, die Systeme fahren alle wieder hoch. Es ist wieder genug Strom in der Halle. Auch die Computereinheit, die hier aufgestellt worden ist, fängt dann wieder an hochzufahren. So nett hier. Vielleicht sollten wir uns hier einquartieren. Müssen wir auch keine Andockgebühr bezahlen. Noch nicht vor, hier irgendwo zu bleiben auf die Dauer. Ich meine, ist doch alles da, was man braucht. Tee und Käfige. Was braucht man mehr? Anoket, du hast eine merkwürdige Definition von Gemütlichkeit. Ja, irgendwo muss die Katze ja wohnen. Oder nicht im Käfig. Ja, in dem Seitenraum fängt plötzlich der Gesang zur Aufruf zum Abendgebet an. Das geht von dem Raum rechts oben aus. Wenn das wieder dieser Typ ist, ne, dann mache ich die Tür zu. Ich sag dir das. Oder bleiben wir hier. Dann schieße ich den da raus. Anoket, Samira, ihr kennt diesen Gesang. Das ist das Standardgebetsaufruf auf Zalos. Als Wecker, als Tonaufnahme. Ich suche nach der Ursache und mache das Ding aus. Und meinetwegen auch, indem ich es aus der Wand reiße. Das ist mir egal. Ja, du trittst in diesen Raum. Es ist ein komplett eingerichteter Tempel, der Märtyrerin gewidmet ist. Diverses Räucherwerk erfüllt hier noch den Geruch des, also verbreitet den Geruch in diesem Raum. Ich gehe nur gegen den Lautsprecher, beziehungsweise gegen das, was das abspielt vor. Tempel ist, auch wenn das eine andere Art ist, es ist immer noch eine Ikone. Also das, da werde ich nicht unbedingt gegen vorgehen, aber diese speziellen Zahlaussachen, das geht gar nicht. Ja, es ist einfach, wie gesagt, der Aufruf, zum Gebet zu kommen. Aber halt weckt böse Erinnerungen. Ja, und deswegen werde ich diese Tonaufnahme irgendwie kaputt machen. Egal wie. Ja, kriegst du auf jeden Fall hin. Es ist ein kleiner Lautsprecher, der einfach wie ein Wecker funktioniert und immer die Leute daran erinnert, zum Morgen- und zum Abendgebet zu kommen. Ja, ich werde den rausreißen und auf den Boden schmeißen und nochmal nachtreten, wenn er immer noch Laute von sich gibt. Okay, ihr hört entsprechend lautes Scheppern und Klirren, als Samira entsprechend sich gerade an einem wehrlosen Wecker gut Ding tut. Ja, das muss so. Eine andere Frage. Wenn hier diese Stasisbetten sind und hier sind Rettungskapseln, richtig? Ja. Dann kann ich davon ausgehen, dass eventuell diese Kapseln runter auf Kur geschossen werden soll? Kannst du entsprechend an die Rettungskapseln gehen? Ja, kannst du mal auf Technologie werfen. Oh, Technologie. Kein Problem. So eine Rettungskapsel ist ja Standardwerkzeug. Mit zwei Erfolgen, ja, klickst du entsprechend an und sie kriegst deine Zielkoordinate angezeigt, die irgendwo auf Kur ausgerichtet wäre. Aha. Das ist also der Ort, an dem man nicht sein möchte. Ist das irgendwo in der Nähe von dem von der Hegemonie? Was ist das? Obelisk oder was ist da, ne? Ja, der große Lied, aber. Lied. Ja, das. Du weißt auf jeden Fall, die Rettungskapsel ist wirklich darauf ausgerichtet, sich in die Atmosphäre von Kur zu begeben und sind auch entsprechende Koordinaten, aber du weißt jetzt so initial nicht, wo die Koordinaten genau landen würden. Dafür bräuchtest du entsprechend eine Karte von Kur selbst und müsstest entsprechend die Daten übertragen. Gut, aber sie sollten von auf nichts Kur weiß landen. Von Kur als solches. Ja, ich brauche jetzt gerade kein Taxi nach Kur. Gut. Genau, also wenn man sich in die jetzige Kapsel reinsetzen würde, würde man entsprechend nach Kur befördert werden. Ich komme irgendwann aus dem Raum wieder raus und werde mich dann in den Zentralcomputer mal um den mal kümmern.
Dann wäre das Datagen minus 3. Das ist mit sehr starker Kryptographie gesichert, das System. Ein Erfolg, okay. Ja, dann siehst du entsprechend hier entsprechende Aufzeichnungen darüber, dass hier eine Gruppe aus Zalos hier entsprechend operiert hat. Die Gruppierung nennt sich Krieger des Heiligen Lichtes. Und sie haben, du findest so wirklich sehr kryptische Verschiffungslisten, die du nicht ganz klar kriegst, aber du siehst auf jeden Fall, dass verschiedene viele Dutzende wurden hier durchgeschleust, laut deren Unterlagen. Die wurden entweder in weiß oder schwarze Kategorie eingeteilt und wurden dann verschifft Richtung Kur. Beide zu den gleichen Koordinaten? Ja, die werden alle dorthin geschickt. Warum, weißt du nicht, das steht da auch nirgendwo. Es steht nur drin, dass entsprechend eine Kategorisierung zu erfolgen hat. Kann ich über den Zentralcomputer eine Nachricht dann quasi an die Judikatoren in irgendeiner Form absenden? Ja, du kannst über den, da ist mehr, wenn du so ein weiterer, also ein Com, der weiter sendet, drin, kannst also entsprechend eine Nachricht absetzen. Scheinbar wurde das ja auch als zentrale Station benutzt, um mit den, ja, Märtyrern, die hier rumlaufen, zu kommunizieren. Über die komplette Station. Captain, ich kann hier eine Nachricht losschicken an die Judikatorin. Was soll ich denn schreiben? Schreib ruhig, dass wir jetzt hier die Station gefunden haben, von wo aus die Leute von Zalos hier die Leute verschifft haben. Und dass wir hier Verwundete, Verletzte und Ähnliches haben und Hinweise haben, dass der. Dass wir Verwundete und Verletzte haben und auch Hinweise auf den auf den Abgesandten haben. Okay. Ja, du sendest diese Nachricht entsprechend über an das zentrale Verteil-Infonetz und es kommt dann relativ schnell eine Rückmeldung. Koordinaten? Fragezeichen. Dann werde ich ihr die geben. Dann bekommst du als Mitteilung 20 Minuten. Ja, Leute, macht euch nochmal schick. 20 Minuten Zeit haben wir noch. Oh, die ist schneller als wir. Uiuiui. Und ich immer noch eine schnellere Möglichkeit, wenn man entsprechende Mittel hat. Und nicht irgendwo in dieses, von diesen Ratten irgendwo niedergeschlagen wird. Oder sich in irgendwelche Labyrinthe verschleppen lässt, ohne Hose. Hast du ihr geschrieben, dass sie was zu essen mitbringen soll? Ich habe Hunger. Nein, habe ich nicht. Ich möchte hier jetzt gerne raus. Ich möchte auch nicht hier unten etwas essen. Ich möchte hier raus. Das ist ja richtig. Okay. Ich werde noch mal einmal kurz in den Gebetsraum gehen und mich umgucken, ob da noch etwas liegt. So eine Art Talisman oder irgendetwas anderes, was ich dann Nitan noch in die Stasiskammer lege, weil ich ja weiß, dass sie der Richterin sehr angetan ist und ich möchte das einfach dazulegen, vielleicht passt sie dann auf sie auf. Einen Talisman dieser Art findest du auf jeden Fall, aber der ist halt der Märtyrerin, also der Zalos-Variante, gewidmet. Okay. Nee, dann bleibt das da alles da schön liegen. Also es ist natürlich die Richterin, das weißt du auch. Ja, aber nein, das ist Zalos, nein. Das kann nicht gut sein und das trägt bestimmt nicht zu ihrer Besserung bei. Das ist von Zalos. Das kann nichts Gutes sein. Wollt ihr noch irgendwas in den 20 Minuten tun? Ich würde nochmal wirklich versuchen, mit den Leuten mit dem Vater von Aram Jaffar, erinnern Sie sich an etwas, wie Sie hier hingekommen sind? Wer noch mit Ihnen hier war? Wir wurden überfallen von irgendwelchen zwielichtigen Gestalten. Die haben die Tür eingetreten, sie sind reinmarschiert, haben rumgeschimpft. Ich habe es nicht ganz verstanden. Sie sprachen in einem sehr komischen Dialekt. Und dann haben sie mich niedergeschlagen. Ich bin jetzt hier wieder aufgewacht. Hatten Sie auch irgendwelche Träume? Hier, nehmen Sie erstmal einen Tee und trinken Sie was. Danke. Träume? Nein. Welchen Tag haben wir denn heute? Den 20. Tag. Also das. Was? So viele Tage? Ja, ich hatte ja auch unangenehme Begegnungen gehabt. Wo ist denn mein Junge? Ich schaue mich so ein wenig um. Ihr habt ihn nicht gefunden. Ja, die offizielle Meldung war, dass er tot wäre.
Er war jetzt noch nicht hier. Er hat immer nur Ärger angestellt. Aber er ist ein guter Junge. Er kümmert sich um die Menschen. Er war immer gut, immer fleißig. Ja, ich glaube auch hier wäre er auch, musste er nicht viel tun, um da rein zu geraten. Da hat er, glaube ich, einfach leider kein Glück gehabt. Also Sie haben keine... Vielleicht fallen die Würfel beim nächsten Mal beim Spieler besser. Na ja, vielleicht. Ich muss ihn wiederfinden. Wo ist meine Frau? Und die anderen Kinder? Ich gucke mich so um und so weiter. Sie sind, glaube ich, alleine hier. Ich würde vermuten, die sind wahrscheinlich noch oben. Okay. Wo sind wir hier überhaupt? Tief im Herzen der Coriolis-Station. Ja. Sieht aber gar nicht so aus, wie ich hätte. Das sieht alles sehr alt hier aus. Ich dachte, und besonders im Kern, da wird doch nicht viel passieren. Das ist auch keine Stelle, wo man wirklich gerne sein will. Ja. Hab Dank. Ja, ruhen Sie sich aus. Es wird schon sich wieder alles richten. Ja, ihr hört dann ein Zischen an der Luftschleuse und ja, Judikatorin Akoba Kosha marschiert im militärischen Stechschritt, flankiert von zwei Leibeigenen herein. Bitte um Meldung. Der letzte Bericht ist auch verspätet. Ah, ja, es tut mir leid, ich wurde hier unten niedergeschlagen von den Ratten da oben. Wollen Sie mir jetzt mit billigen Ausreden kommen? Ja. Immerhin, Ihr Mann hier spricht wegen weise Worte. Was soll man denn sagen? Und möchte, glaube ich, bald das Frühstück die nächsten Tage machen. Gut, Sie haben den Abgesandten gefunden? Er ist nicht mehr übersagen. Er wäre nicht mehr hier, aber wir haben die Koordinaten, wo er auf Kur gelandet sein wird. Also voraussichtlich. Alle Rettungsstationen, die hier wurden, auf Kur, die Leute hier verschifft. Und wir haben ja ein paar Gefangene oder halb verhungerte Bewohner, sagen wir es mal so. Die müssten ja auch weg. Okay. Beweise sichern. Kommen wir jetzt ja dann an die beiden anderen. Und dann rücken die entsprechend aus und packen alles Mögliche ein. Als erstes nehmen sie die Leute, die da in den Käfigen waren, mit. Führen sie dann in ein kleineres Schiff, was so als Shuttle mit mehreren Plätzen ausgestattet ist, führen sie dann entsprechend da rein. Guckt dann euch nochmal an. Gut. Guckt dann die Leute, die in den Stasisbetten noch sitzen, an. Interessant. Interessant. Weitere Erkenntnisse? Ich schau mal zu Samira. Was hattest du jetzt noch alles rausgekriegt? Nun ja, also anscheinend werden die vorab markiert mit Schwarz und Weiß. Meine blanke Vermutung, das ist aber wirklich nur eine blanke Vermutung, ist, dass Schwarz etwas mit gewissen Fähigkeiten zu tun hat und Weiß so Richtung Zeuge oder ähnliches geht. Aufgrund der Personen, die wir hier halt kennen und der Kennzeichnung, die sie haben. Die sollten abgeschossen werden nach Kua und dort sollte eine weitere Identifikation bzw. Verifizierung stattfinden, so steht's hier. Also die Koordinaten habe ich Ihnen natürlich auch übertragen. Gut. Wir haben unsere Wir haben eine Freundin, Person verloren. Verloren haben wir sie nicht, sie liegt hier. Also unsere Freundin. Schaut das Staatsbett an. Interessant, Sie haben also eine Person verloren und sie wurde entsprechend gefangen genommen und eingefroren. Nein, das haben wir gemacht, weil sie ist sehr stark verletzt. Wir müssen sie irgendwie transportiert bekommen. Ohne dass sie weiter Blut verliert oder in andere Verletzungen erleidet. Gut, wir werden sie entsprechend an einen medizinischen Dienst übergeben. Sanatorium? Nee, wir haben eine sehr gute Ausstattung an Bord. Also, wie Sie meinen? Einfach zu uns liefern. Ich kümmere mich schon. Möchtest du vielleicht Tee? Jakob hat schon Tee gekocht, wenn du schon mal hier bist. Ich habe bitte mir einen detaillierten Bericht bis heute, bis auf den nächsten Tag spätestens. Wieder an Jakob gewandt. Und gut, wir werden wahrscheinlich einen Abtransport benötigen. Wir können gerne an Bord kommen. Das wäre sehr entgegenkommend. Wäre praktisch. Und dann kommen wir die Leute wieder rein und sagen, gut, dieses Stasisbett müsste noch verladen werden, wir müssen es noch mitnehmen.
Alle anderen können wir entsprechend so abtransportieren. Alle Sachen hier werden beschlagnahmt. Wir werden dieses illegale Dock hier versiegeln. Sie werden und dann an euch wieder gewandt. Nun, wir sollten entsprechend uns hier klar sein. Wir werden hierüber kein weiteres Wort nach außen dringen lassen. Selbstverständlich. Dann solltet ihr vielleicht auch draußen etwas aufräumen, weil da liegt noch ein bisschen Zalonia-Rest rum und das vielleicht anständig der Mutter der Tränen übergeben. Wir werden uns hier darum kümmern. Wir werden hier alles, diese ganzen illegalen Aktivitäten hier einstellen. Ja, und nickt dann nur kurz militärisch abgehackt. Und nicht wundern, hier gibt es irgendein mutiertes Wesen oder irgendein Monster aus der Finsternis. Das ist wahrscheinlich nicht relevant für die hier vorliegende Aufgabe. Ich hoffe es. Dann sehe ich davon ab. Ich habe genug Leute hier, die allein hiermit das hier aufzuräumen, genug zu tun haben werden. Ja, ich wollte nur warnen, wenn sie sich zu tief in die Gänge begeben, könnten sie auf das stoßen. Nein, das ist hier nicht weiter erforderlich. Ja, und dann ist gut. Ja, dann wollt ihr noch irgendwas sagen? Ansonsten werdet ihr entsprechend alle in dieses kleine Transportshuttle für mehrere Personen transportiert. Das Stasisbett wird irgendwie notdürftig da auch reingepackt und ihr fliegt dann an ein normales, reguläres Dock oben am Ring nach einer kurzen Zeit. Unweit von eurem Dock. Und als ihr entsprechend aussteigt, hält dich die Jakoba Koscher entsprechend kurz mit dem Arm auf, stellt ihn so in den Weg und reicht dir mit dem anderen Arm eine Karte. Sie sind eingeladen für morgen. Gute Vielen Nacht. Vielen Dank. Ja, hoffe ich. Ja. Am Dock könnt ihr entsprechend das Stasisbett so gesehen durch die verschiedenen Ebenen schieben. Es ist, wie gesagt, mittlerweile Nachtwache und kommt so gesehen wieder bei eurem Schiff wieder an. Endlich ist die Abaya wieder bei uns. Sind wir auf der Abaya? Und wir haben ein Stasisbett. Die Katze guckt euch an, wedelt mit dem Schwanz links und rechts. Sehr aufmerksam, wer ihr seid. Schon vergessen. Ja, ich gebe dir Futter. Komm mal mit. Ich hätte vielleicht vorher angerufen sollen, dann hätte jetzt schon unsere Mitbewohnerin Essen machen können. Die ist nicht da. Die ist nicht da. Wenn ihr entsprechend in eure Messe kommt, liegt da eine Karte. Wo letztendlich in Dankesschreiben steht, danke für die Unterkunft. Sie hat beschlossen, wieder zu ihrer Familie in die Spitze zurückzukehren. Ich von mehr ihren Stand. Ich hoffe nur, sie ist still genug da oben. Ja. Und ihr könnt so gesehen eure Nacht in eurem Betten verbringen, aber natürlich wollt ihr Dietern wieder auftauen. Genau. Sie kommt ins MATLAB. Und wird aufgetaut. Gut, dann hast du relativ wenig Schlaf, aber ja, dann machst du das und dann kommt auch wieder Nitan langsam wieder zu sich. Du wachst wieder auf in einem dir bekannten Raum, die Krankenstation eures Schiffes. Es ist natürlich der nächste Morgen, du hast die Nacht durchgeschlafen, aber an dir hängen jetzt diverse Drähte, Kabel und sonst das Zeug, was halt Anoket an dir angebracht hat. Ich fange, weil ich einfach davon ausgehe, dass ich gerade keine Orientierung habe, tatsächlich panisch an, mir diese Dinger abzumachen. Machen. Ja, dann fängt entsprechend der Kontrollmonitor an zu piepen und in einem langen, anhaltenden Pfeifton. Ja, dann laufe ich natürlich ins MATLAB und sage, hey, Nitan, hör auf, alles ist gut, du bist zu Hause. Also, ich sitze halt schon auf dem Bett und versuche aufzustehen. Was? Du hast arg auf die Fresse gekriegt. Alles ist gut. Du hast ja zwei Beine. Dann immer eins mehr, als du brauchst. Und ich tätschel dein Bein. Das wird schon wieder. Guck mir das Bein an. Kannst du mir mal erklären, wie du irgendwie Schockversorgung machst? Wieso, was stimmt denn damit nicht? Es kann natürlich sein, also 10 Uhr hatte ich ein bisschen in der Gegend rumgeschleift. Kann natürlich sein, dass da, also, ich weiß nicht. Also ich bräuchte zwei Beine, bitte. Und warum zur Hölle habe ich an diesen ganzen Maschinen gehangen? Und naja, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass du nach so einer krassen Aktion gleich wieder Hunger hast. Deswegen, ich habe hier 3 Infusionen zur Auswahl. Also es gibt Pistazie, Pfannkuchen
und Falafel. Kannst du dir aussuchen. Oder vielleicht kannst du ja wieder was essen, dann kann sich dir natürlich was aus der Küche holen. Keine Info. Ich will hier raus. Du kannst aber nicht laufen gerade. Also nicht so gut. Also es sieht wahrscheinlich ein bisschen witzig aus. Sag du mir nicht, was ich kann, was ich nicht kann. Das ist eine reine Hypothese, bis du das beweist, oder? Ich versuche tatsächlich aufzustehen. Und auf diesem einen Bein stehend suche ich nach irgendetwas, was wie eine Krücke aussehen könnte. Kannst du hüpfen? Ja, natürlich kann ich hüpfen. Das ist gut, ja, dann brauchst du keine Krücke, dann hüpf doch auf einem Bein. Ich halte dich auch fest. Willst du dich unterhaken? Du mir nicht zu nahe kommen. Also, wenn ich nicht gewesen wäre, dann wäre jetzt dein Blut außerhalb von deinem Körper. Jetzt stehe ich nicht so an. Weißt du eigentlich, dass du das Feingefühl eines Steins hast? Das stimmt nicht, aber ich versuche mich in dich einzufühlen und das zu spiegeln. Ich habe also das Feingefühl eines Steins. Vielleicht ist es auch mehr so ein, mehr so eine Koralle. Also ein lebendiger Stein, etwas löcherig. Also ist schon lebendig, aber ein bisschen steinig. Also versuchst du mir gerade ein Kompliment zu machen? Ja, schon. Oh, Anuket. Na gut, ich hab dich verarscht. Hier ist eine Krücke, komm. Nee, ich will jetzt von dir in mein Zimmer gebracht werden. Erst musst du was essen. Ich hab keinen Hunger, ich will... Deswegen die Infusion, dann kannst du jetzt wählen. Nein, Falafel. Ich will auch keine Infusion, nein. Du musst was essen, du hast Blut verloren. Ja, das ist ja schön, das ist nicht das erste Mal, es wird auch nicht das letzte Mal sein. Bisher habe ich alles überlebt. Ich hätte gerne erstmal... Was ist passiert? Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du auf tote Menschen stehst, aber du hast dich auf jeden Fall auf einen draufgeworfen und der war noch nicht ganz tot. Und... Der war tot. Ja, offensichtlich nicht. Also sonst, ich weiß nicht, sonst hast du dich mit einer wandelnden Leiche bekriegt. Auch nicht das erste Mal. Also ich habe es nicht genau gesehen, aber offensichtlich hast du halt ein Messer abgekriegt. Und dann hast du wie wild um dich geschossen. Ja, weil er hätte tot sein sollen. Er war er dann auch. Das war eine zeitliche Unschärfe. Ein Fehler, den ich nicht noch einmal begehen werde. Das hoffe ich doch. Das ganze Zeug hier, und ich zeige in das Labor, das ist teuer. Da sind wir wieder beim Mitgefühl eines Steins. Du verstehst das nicht richtig. Ich meine, es ist halt besser für uns beide, wenn du das nicht nochmal machst. Ah, weil dein Labor so teuer ist. Na, weil es für dich unangenehm ist und für deinen Geldbeutel auch, weil das wird ja von der gemeinsamen Kasse bezahlt. Was interessiert es dann meinen privaten Geldbeutel, in dem das Geld nach Abzug der Gemeinschaftskosten ja drin landet? Na, du strampelst dich ab für die Gemeinschaftskasse. Wir hängen hier immer noch fest. Das heißt, je häufiger du dich abstechen lässt, desto später kommen wir weg. Desto häufiger lässt du dich abstechen, ein Teufelskreis. Jetzt komm endlich. Ich versuche gerade immer noch zu verstehen, was du mir sagen willst, Anuket. Es ist teuer, lass dich nicht abstechen. Vielleicht sollte ich lieber mit Jakob reden, weißt du, seine Motivation, dass ich mich nicht wieder abstechen lasse, sind irgendwie schöner. Der macht gerade Frühstück und du willst ja nicht essen. Seit wann kocht Jakob? Er kann nicht kochen. Erinnerst du dich noch an diesen beinahe Brand in der Küche, als er versucht hat, Pfannkuchen zu machen? Ach je. Jetzt weiß ich, warum du das nachdem immer gemacht hast. Mhm. Ja, wenn wir gerade von Jakob sprechen, der hat sich in seine feinsten Klamotten geschmissen, weil er auf seiner Karte etwas stehen hat, wo er wieder zeitlich hin muss. An der Frühlingsblase wurde er entsprechend eingeladen. Entsprechend musste er früh schon aus dem Bett, hat sich gut angezogen, weil auf der Karte stand drin eine Einladung zum Schattentheater. War die Einladung für alle wieder ausgerichtet oder nur für mich jetzt? Oder wie ist das da aufgebaut? Effektiv wurdest du namentlich erwähnt, alle anderen wahrscheinlich indirekt unterschrieben, wieder von der Richterin. Ich muss die Namen auf die Karteikarten schreiben. Nigelia Kurahan, genau. Ja. Hat entsprechend die Karte unterschrieben. Und ja, in feinsäubiger Schrift. Und ja, es ist ein kleines Schattentheater. Man schaut sich die Karte entsprechend an, als du da vorbeischaut und schaut dann entsprechend. Ja, du fällst fest, es ist eine Privatvorstellung, die gerade stattfindet. Es ist ein einzelner Tisch, wo sie sitzt,
Eine einsame Kerze beleuchtet diesen Tisch, alle anderen Tische sind leer. Und ein Schattentheater findet gerade statt, das entsprechend an eine weiße Leinwand haufenweise Schattenfiguren geworfen werden und eine entsprechende Prozession von Ikonendarstellungen dort dargestellt sind. Unter anderem eben eine Geschichte darüber, wie der Spieler den Händler versucht hat zu betrügen. Und so gesehen die Richterin und die Herren der Tränen das am Schluss schlichten mussten. Eine sehr obskure Geschichte mit vielen Akten, aber du kommst entsprechend herein, sie nickt dir dann zu, schiebt dir ein Glas hin, schenkt dir entsprechend Rotwein ein und guckt dich dann so an. Nun, Jakob, ihr habt entsprechend gute Arbeit geleistet, hat man mir gesagt. Ja, teilweise würde ich sagen, aber wir haben auf jeden Fall das Hinweise gefunden, wo der Sandte sein wird. Wir haben da die Falonia auf der Station gefunden, wo die waren auf der Station. Ja, ich habe entsprechend den Bericht gelesen. Ich werde entsprechend meine Verbindungen dazu nutzen. Das Blatt, das ihr mir zugeteilt habt, ist gut. Sehr gut. Aber wir müssen dranbleiben. Aber ich bin ja eine Edelfrau, die ihr Wort auch hält. Und schiebt dir dann einen Brief zu. Mhm. Wenn du entsprechend aufschlägst, steht dort entsprechend mit Stempel und Siegel der Hafendirektion und einer Unterschrift von einer werten Frau vom Institut, die dir bekannt vorkommt, die entsprechend bestätigt, dass alle aufgelaufenen Zinszahlungen getätigt worden sind, die seit eurer Abwesenheit durch euren Sturz durchs Portal aufgelaufen sind. Und entsprechend besiegelt dieser Brief, dass die Zwangsblockade im Hafen der Kurierstation aufgehoben wurde. So, damit wäre ihr Schuldenblatt auf einen vernünftigen Stand wieder zusammengestrichen worden. Ja, haben Sie Dank dafür. Aber Sie haben immer noch genug Schulden für das Institut. Mhm. Sie sind wahrscheinlich trotz allem noch interessiert an weiteren Aufträgen, oder? Auf jeden Fall. Gut. Ich möchte, dass Sie diese Krieger des Lichts ausfindig machen. Ich möchte wissen, wo der Abgesandte ist. Laut den Koordinaten sind sie in einem Dschungel im Kursystem unten auf dem Planeten herabgelassen worden. Ich brauche entsprechend sie als, ja, mehr oder weniger die persönliche Darstellung des Gesichtslosen. Sie sind mein Joker. Sie sind mein Blatt, das entsprechend hier sticht. Finden Sie heraus, wo der Abgesandte hingebracht worden ist. Mhm. Tun wir gerne. Und ich werde Ihre Schuldensumme entsprechend großzügig tilgen. Das glaube ich Ihnen direkt. Ich trinke noch mal so einen Schluck vom Rotwein und denke mir so. Ja, er ist süß, wirklich fährt er süß von der Zunge ab. Ein sehr lieblicher Wein. Genau das Richtige um diese Uhrzeit. Ich würde mal so ein bisschen zum Theater gucken, dann zu ihr und so. Und irgendwann gucken, dass man dann quasi auch den Punkt abtreffen. Sagt so, ich würde mich dann jetzt verabschieden, um Ihnen dann noch einen weiteren erfolgreichen Tag zu wünschen im Namen der Richterin. Möge sie Ihnen da die Hand leiten. Ja, und seien Sie erfolgreich. Mich als Gönnerin zu haben, würde Ihnen viel helfen und Ihnen viele Türen aufmachen. Ja, das merke ich gerade. Sie sind eine wahrhaft gute Karte im Blatt. Enttäuschen Sie mich nicht. Das werden wir nicht, oder? Und steckt dir dann einen weiteren Zettel zu und ja, gib dir damit eine Handgeste zu verstehen, dass du gehen kannst. Das ist gut. Ich verbeuge mich dann einmal noch. Ja. Und du hörst immer noch die spottelnde Stimme des Schattenspielers, der gerade den Spieler spielt. Die Würfel sind noch nicht gefallen. Sie stehen jetzt auf der Spitze. Und verlässt in dem Moment dann das Theater. Passende Wort.
Ja, du stehst jetzt am Frühlingsplaza und du siehst, wie ja, diverse Läden gerade anfangen zu dekorieren und anfangen auszuschmücken. Das Fest der Zyklade steht bald bevor. Das muss man sich so vorstellen, dass im Coriolis sowas mehr oder weniger die Sprechung von Weihnachten und Neujahr. Entsprechend ähnlich festlich wird es gefeiert. Würde ich mal ein bisschen versuchen, noch einzukaufen fürs Frühstück, ordentliches Essen. Nietern wird mir sonst irgendwie auf die Finger hauen, wenn ich wieder versuche, was selbst zu machen da, oder? Ja, man schaut entsprechend dich an, macht dir wahrscheinlich einen relativ schlechten Preis, wenn du nicht jetzt in Manipulation einen Erfolg schaffst. Ja, mein Glück. Ich kann aber auch verstehen, wenn das jetzt... Nein, ich kriege einen schlechten Preis. Ja, man denkt sich nur, ein reicher Emporkömmling, allein von deiner Kleidung, die du angezogen hast, um dir die Richterin standesgemäß zu begegnen. Und ja, darfst dann 100 Birre ausgeben, aber hast immer ein gutes, leckeres Frühstück bekommen. Das ist die Hauptsache. Und diverse Vorräte. Ja, und schwer beladen, du hast sogar einen Botenjungen mit zur Seite gestellt bekommen, der hilft beim Tragen für den Preis. Ich finde, das war ein gutes Handel für mich gewesen. Sieh her, ist es wichtig, dass man nicht die Gedanken von anderen hören soll? Ich glaube, es ist wichtig, dass du das nicht jedem direkt erzählst, dass du das kannst. Sie sind aber ziemlich eingebildet. Warum sollte man gerade auf sie hören? Wenn man entsprechend geboren wird, entsprechende Tätigkeit nachgeht, irgendwann kommt man an Posten, wo man da was machen kann. Aber aus der eigenen Erfahrung, die meisten Leute hören eh nicht so gut auf mich. Glauben Sie, dass der Abgesandte des Boten wiederkommt? Das hoffe ich. Das hoffe ich. Ja, ich fand die Schwäne schön. Hast du von den Schwänen geträumt? Ja. Ein wunderschöner See. Ein System mit vielen Gärten. Aber die Sonne kenne ich nicht. Kannst du sie mir beschreiben? Ja, beschreib dir eine sehr interessante Seenlandschaft, aber ja, er sagt, die Häuser waren dem Kind fremd. Glauben Sie, so sehen die Häuser in Myra aus? Oder in Argol? Oder vielleicht in Zalos? Nach Zalos kommt man aktuell ganz schlecht, hört man immer wieder. Wenn du meine Gedanken lesen kannst, wirst du aussehen, dass gerade du dich am besten mit Zalos weit entfernt halten sollst. Warum? Die Leute haben Angst vor dir. Der Bote meinte, wir wären etwas Besonderes. Das seid ihr auch. Ja, und dann guckt er sich wieder so mit einem gewissen Ernsthaftigkeit an. Und dann verfällt es wieder vom Gesicht und er verhält sich wie ein normaler Junge wieder. Sag mir seine Häuserbeschreibungen irgendwie was. Kultur minus 3. Nein, dann sag mir nichts. Die Nacht war nicht lang. Der Alkohol spitzt dich zu. Ja, du hörst dann noch, du läufst dann so vorbei, hörst an manchen Infoterminals dann eben die aktuellen Nachrichten vom Bulletin, wo es darüber geht, dass der Orden sich davon distanziert, irgendetwas mit der Entführung des Abgesandten zu tun zu haben. Und ja, du läufst dann weiter an einer anderen Stelle in der Ecke vom Gewürzplaza, hörst du wieder andere neue Nachrichten, dass die Kirche der Ikonen die Abgesandten offiziell anerkannt hat. Das überrascht mich. Und als Ehrengäste der Menschheit versteht, denen unter keinen Umständen ein Leid zugefügt werden darf. Da bin ich bei Ihnen. Ja, und du kommst dann wieder zurück ins Schiff. Es ist mittlerweile ja, der Beginn der Mittagswache. Was haben denn die anderen gemacht, während Jakob... Ich weiß nicht, hast du eine Nachricht hinterlassen? Wahrscheinlich schon. Ich werde eine kurze Nachricht hinterlassen, dann bin nochmal bei der Richterin. Bringe Frühstück mit. Was machen denn die anderen in Abwesenheit von Jakob, während der beim Schattentheater ist? Würde aufstehen erstmal und essen. Dann wer ist denn als noch an Bord? Die zwei Damen sind nicht mehr da. Althea ist noch da. Althea, okay. Ja, wenn du entsprechend in die Messe trittst, siehst du, wie sie die Tasse in der Hand hält. Mit dem Schein. Althea. Guten Morgen.
und dann sehr konzentriert die Tasse anschaut und die Hand dann langsam runternimmt und die Tasse bleibt in der Luft hängen. Mhm. Gefällt dir die Tasse? Und dir stellen sich so ein bisschen die Nackenhaare auf, also so die, du hast das Gefühl der Schwingung im Raum. Kannst aber ganz schöne Tricks. Wie machst du das? Man muss im Einklang sein mit der Welt, meinte der Bote. Könnte ich das auch? Sie dreht dann so die Augen zu dir, fixiert dich dann so. Ja, könntest du. Zeigst du es mir? Neigt den Kopf links und rechts, dann fällt plötzlich die Tasse runter. Entschuldigung. Ich werde, wir können mal darüber nachdenken. Jetzt muss ich kurz hier aufwischen. Hey. Na gut, dann, wenn ich weiter keinen sehe, würde ich, glaube ich, mal rausgehen mit meiner Tasse in der Hand. Mhm. So, vor dem Schiff. Gucken, was da so los ist. Ja, du siehst auch dort, dass hier in der Halle angefangen wird, geschmückt zu werden zur Zykladenfestlichkeit. Das ist ja mittlerweile der 21. Tag des Segmentes Gesichtslosen und der Zyklus ist in, also das Segment ist in 16 Tagen vorbei, dann ist der Feiertag und der neue Zyklus beginnt. Gut, ich weiß das ja nicht, dass unser Geld bezahlt wurde, aber das weiß ich ja nicht. Da sind auch keine Leute da irgendwie und fummeln da irgendwo rum, dass unser Schiff nicht mehr... Nö. Okay. Kann ich das erkennen, dass das jetzt wieder frei ist oder nicht? Also gab es da irgendwie eine Erkennung von... Nö, ihr seid ja so gesehen in einer Halle untergebracht worden für beschlagnahmte Schiffe. Ja, kann ja sein, dass das... Könnte jetzt potenziell... Schild dran ist oder so. Nein. Das Schiff darf nicht wegfliegen. Dieses Schiff ist zu verwenden. Nein, steht da nirgendwo. Okay. Dann würde ich mich mal so im Umkreis von, keine Ahnung, 50 Metern so rumtreiben und mir das einfach mal angucken, was die da so treiben, die Leute, und lustige Kommentare dazu geben zu der Arbeit. Ja, wenn du so gesehen trittst du in den Neoptra-Raumhafen. Ja, und es ist, wie gesagt, geschäftiges Treiben hier. Viel Reiseverkehr. Viele Leute steigen hier gerade auf die Kurierstation aus. Und du darfst mal auf Mystik werfen. 2 und 3, also 5. Jetzt mal wieder das Gesuche. Ein Erfolg. Ja, dann du hast so das Gefühl, wenn du so in diesem Neoptra-Raumhafen stehst und die Menschen so an dir vorbeiziehen, du hast so das Gefühl, so einzelne Personen, es sind immer ganz wenige davon, aber bei Einzelnen hast du so das Gefühl, sie auf eine gewisse Art zu erkennen. Okay, dann falls die mir augenkontaktmäßig entgegenkommen oder wir uns kreuzen oder so, da würde ich einfach nur die begrüßen mit einem Nicken, also aber ja, jetzt nicht so. Sie gucken dich dann kurz an, aber scheinen dich noch nicht so, nicht so wahrzunehmen, wie du sie wahrnimmst. Okay. Sonderbar. Und ziehen einfach an dir vorbei. Aber es hat sich eindeutig irgendwas verändert in mir. So habe ich Menschen manchmal noch nie wahrgenommen. Aber okay. Gibt es hier irgendwelche Essensstände oder so? Ich habe Hunger. Ja, gibt es auf jeden Fall. Würde ich mich an einen für einen begeben und mich dorthin setzen und was essen. Ja. Meinen Kaffee trinken. Ja, du stellst jetzt hier in einen Cheesekebab-Stand und kriegst entsprechend gebratenes Fleisch. So, danke, guter Mann. Nun, dann speise ich mal schön. Mhm. Kannst dir ein Bier abziehen und ja. Yummy. Bist dich entsprechend einmal satt. Samira, was machst du denn dieser Morgenwache? Also ich bin erstmal früh morgens, weil ich nicht so wirklich Schlaf gefunden habe durch die ganzen Sachen, und die ich gehört habe und gesehen habe. Das hat mich doch nicht wirklich schlafen lassen. Bin ich relativ früh beten gegangen morgens, dass ich das Morgengebet mal mitmache, wozu ich ja selten gekommen bin in den letzten Tagen, ein Morgengebet mitzumachen. Hab dann eben hauptsächlich beim Boten gebetet und bin dann zurück und habe erstmal versucht, die Katze zu verpflegen und erstmal geguckt, das alles sauber zu machen, weil Nitan kann das ja im Moment nicht. Und das wird wohl noch dauern, bis sie das wieder kann. Also kümmere ich mich jetzt gerade drum, wie man hört.
Ja, und kümmere mich darum und versuche dann auch, oder fange dann an, Chai-Tee und auch ein bisschen Mokka zu kochen mal und ja, mich ein bisschen nützlich zu machen. Mhm. Ja, Nitan humpelt entsprechend mit der Krücke auch durch die Messe. Und ja, irgendwann kommt euer Captain wieder an Bord. Ein kleiner Junge schleppt schwere Sachen mit ihm zusammen in den Raum hinein. Hält dann die Hand wieder auf. Ich gebe ihm dann nochmal so 2 Bier. Okay. Und Ach, verzieht sich dann. Ja. Eieiei. Seid vorsichtig, sagt der Junge noch an dir, als er an dir vorbeimarschiert. Zu Xeno oder zu mir? Zu Xeno. Ja, okay. Oh, okay, mein Freund. Und läuft dann raus. Tschüss. Was hat denn der kleine Junge hier gemacht? Na, hab den Tragen geholfen hier. Ich mit den Tüten. Obwohl ich jetzt hier auch noch diverse über Südspeisen wie Baklava, was herzhaft ist und so irgendwelche Sachen noch raus. Mehrere Kilo Säcke mit Pistazien fallen aus der Tüten raus. Und wo hast du dich so rumgetrieben um diese Uhrzeit? Die Richterin wollte mich nochmal sehen. Alleine? Die Uhrzeit hier ging es einfach nur schnell. Sie hat mir jetzt noch, sie hat unsere Schulden beglichen, wie sie gesagt hat. Und wir sind jetzt soweit hier frei. Das ist, Dr. Warner hat das auch bestätigt, oder wer? Dr. Warner hat entsprechend die Unterschrift geleistet vom Institut mit Stempel drunter, dass ausstehende Zinszahlungen entsprechend beglichen wurden und sogar die erste Monats und entsprechend noch 50. Und das ist eine ordentliche nochmal Zahlung, die noch mit Summe ist so gesehen noch 10 Millionen, oder? Also es wurden mehrere Raten so gesehen bezahlt und so gesehen ist die neue Summe, die ihr noch in diesem Zyklus zu leisten habt, eben noch 5.350 Birr von eurem Schiff. Und sie hat uns ja auch noch direkt quasi direkt den nächsten Auftrag mitgegeben. Wenn du den Brief aufschlägst, steht da drin 100.000 Euro Birr, wenn sie den Boten retten. Die Rate wäre dann direkt für dieses Mal quasi bezahlt, fast. Den Rest kriegen wir jetzt auch noch dann zusammen. Neuer Auftrag. Ich muss auch gestehen, ich will einfach nur gerne mit einer Station runter, wieder ein bisschen festen Boden spüren und eine echte Sonne haben. Wo willst du denn den Boten finden, wenn er nicht mehr hier ist? Ich glaube, du bist wahrscheinlich noch nicht irgendwie, dich hat vielleicht noch keiner alles erzählt gehabt, was passiert ist, oder? Anoket wollte mir nur irgendwelche Infusionen geben. Es ist nur zu deinem Besten. Das sagst du jedes Mal, wenn du irgendeine Nadel in mich hineinstichst. Das stimmt ja auch jedes Mal. Ich würde ja auch glauben. Sie weiß, was sie tut, wirklich. Ja, ich glaube, ja, natürlich weiß Anuket, was sie tut. Ich habe dich ausnahmsweise mal wieder gerettet. Oh, Anoket, großes Licht meines Lebens. Was würde ich nur ohne dich tun? Zufrieden? Ich schaue zu Jakob rüber. Darf die das? Solange sie mich hier nicht angeht, was ihr untereinander macht, könnt ihr doch gucken. Es ist lieb, dass du Frühstück mitgebracht hast. Und noch was anderes. Zum Thema zurück. Wo haben wir was gehört? Wir haben gehört gehabt hier, dass bei den Zaloniern, dass die hier eine andere Koordinate auf Kua angesteuert haben, mitten im Dschungel. Kua? Ja, direkt. Du weißt schon, dass Kua nur aus Dschungel besteht? Wir haben eine Koordinate, wir haben 10 Uhr dabei. Ja, du kannst die Koordinate ohne weiteres jetzt, wenn ihr auf eurem Schiff seid, mal auf den Bildschirm werfen. Das ist kein Problem, ich kann euch da hinbringen. Und mitten im Dschungel, wenn überall Dschungel ist, ist es trotzdem die Mitte der Mitte. Apropos Bruchlandung. Und ich reiche Nitan die Beschleunigerpistole. Danke nochmal, habe ich mir ausgeliehen. Hat super funktioniert. Schuld ist mein Essen. Wieso schuld ich dir ein Essen? Du hast mir meine Waffe abgenommen. Ich habe dich beschützt. Es gibt Zeugen. Hätte Anoket nicht so wunderbar beschützt? Als du niedergestochen wurdest, hat sie da wirklich gute Arbeit geleistet mit der Pistole. Scheint sie schon gut ausgebildet zu haben. Oder irgendwo vorher jemand.
Ja, hat getroffen. Du hast mir trotzdem, also man nimmt mir nicht einfach meine Waffe weg. Na, du hast es ja nicht gewusst. Also es ist nicht passiert. Du hast es gerade zugegeben. Dann könnte ich dir auch alles Mögliche erzählen. Aha, was denn? Advocate, nimm am besten ein paar Pistazien. Vielleicht noch ein Makwa oder sowas. Ich nehme mir mal Baklava. Ich gucke, ob die Waffe überhaupt noch funktionsfähig ist. Also ich fange an, sie auseinanderzubauen. Kua. Bester Boden, echte Luft, Sonne. Ja, Kua ist wunderschön. Warst du da schon mal? Dschungel war ich. 13 Jahre meines Lebens verbracht. Also war es schön? Nein, es ist wunderschön. Aber wenn du das Klima nicht gewohnt bist. So was habe ich befürchtet. Dabaran ist deutlich trockener. Ja. Was, Anuket? Nichts, vielleicht kann Samira mir ja eine Klimaanlage einbauen. In meine Kleidung. Was? Ich mag es nicht so zu schwitzen. Tja, darum wirst du nicht darum kommen, Kua. Und du findest es da gut? Ja. Gibt es da dann irgendwie besondere Kleidung oder irgendwas? Sollst du nicht was gegen Moskitos? Du dich bewegst. Bewegst du dich bei den Erstsiedlern? Oder musst du dich mit der Hegemonie auseinandersetzen? Das weiß ich nicht. Zeno, hast du schon die Koordinaten gecheckt? Ja. Und wie soll jetzt hin? Hey, es geht in den Dschungel. Also, was wollt ihr jetzt genau wissen? Also, kennt ihr euch da aus, oder? Ein wenig. Ja, wenn du dann diese Koordinaten auf die Holokarte im Schiff dann wirfst, ja, das ist durchaus eine Gegend, wo besonders eben Sugoi und andere Menschen leben. Das ist abseits vom Monolithen. Weiter im Süden. Näher am Äquator. Okay. Könnte interessant werden. Oh, gut interessant oder schlecht interessant? Pech haben schlecht interessant. Ah. Wir sind so weit vom Monolithen entfernt, dass die Wahrscheinlichkeit auf Rebellen, Söldner, Drogenbarone relativ hoch ist. Mhm. Würde ich sagen. Was ist denn da so die übliche Wirtschaftslage? Also wird da eher Bergbau betrieben, Holz? Teils. Also es ist sowohl Bergbau wie aber auch eben Farmen zum Abbau. Und ja, viele der Einheimischen sind in sklavenähnliche Verhältnisse gezwungen worden seit der Ankunft der Zenit. Die Hegemonie und das Konsortium sind da beide nicht viel besser zueinander. Okay, ja gut, das könnte ein bisschen rauer werden, sagen wir es mal so. Aber auf jeden Fall keine metallenen Gänge und Flure. Das heißt, ich brauche eine Beschleunigerpistole. Finger weg. Findest du dort bestimmt. Vielleicht noch was gegen Moskitos. Moskitos sind ein kleines Problem. Sag das an, Okit. Die sind nämlich so klein, die Moskitos. Das ist das kleinste Problem, was du dort hast. Kein Problem. Ich ernte einfach ein paar Zitronen aus dem Arboretum und das hilft sehr gut gegen Moskitos. Super, okay. Humpeln durch den Dschungel. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also wollen wir hier noch was? Also hier noch was erledigen? Oder? Ja. Ich will noch hin bis zu diesem Fest. Die Zyklade? Ja. 17 also, Tage. Okay, ist noch ein bisschen lange hin. Also der 17. Tag, also 16 Tage sind es jetzt noch bis Ende des Segments und dann ist der eine Tag ist nicht Teil des Segments, sondern ist so gesehen ein separater Tag und der ist eben der hohe Feiertag, die Zyklade. Ja, aber 16 Tage ist zu lange noch. Ich würde sagen, wir können uns noch heute ein bisschen mit Vorräten eindecken. Ich würde die Station hier verlassen, damit nicht wieder neue Liegegebühren anfallen. Genau, die sind für bis einschließlich des heutigen Tages aufgehoben. Und dann gegebenenfalls noch mal ein paar Tage unten erstmal ein bisschen sich akklimatisieren und erholen. Dann Ärger bereiten. Wie lange wird man denn hin brauchen eigentlich? Das ist ja auch so. Kommt immer darauf an, wie gut man halt hinfliegt und die besten Kurs findet. Wie gut ist dein Pilot wert? Jetzt liegt es wieder an mir, wie lange wir brauchen.
Es liegt immer an dir, wie lange wir brauchen. Ja, nee. Vielleicht sollten wir noch Essen einpacken. Also Wissenschaft, um die Kurs zu berechnen und Pilot, um dann dorthin zu fliegen. Als Anuket das sagt, deute ich auf die Einkäufe, die Jakob mitgebracht hat. Ja, aber wir brauchen vielleicht sehr lange. Du wolltest also doch... Hast also du die Vorräte reichen bis zur Zyklade. Okay, ich glaube, das reicht dann auch. Auf Kur kann man sich auch sehr gut selbst versorgen. Du wolltest Schießübungen, dann machen wir es doch gleich mit beweglichen Zielen. Dann berechne ich mal den Kurs hier. Ich hatte genug Schießübungen, wenn ich ehrlich bin. Man kann nie genug Schießübungen haben. Nee. Frau Doktor, darf ich aufstehen und mich meinen Pflichten annehmen? Was essen? Ja, klar. Ich dachte jetzt eher daran, die Waffensysteme zu überprüfen, bevor wir losfliegen. Ja, klar. Warum fragst du mich um Erlaubnis? Es erschien mir gerade wie ein Akt der Höflichkeit, dich mal um Erlaubnis zu bitten, bevor ich hier was tue. Das musst du musst halt die Situation erkennen, wann das wirklich wichtig ist. Gib mir doch mal ein Beispiel. Na, zum Beispiel, wenn du jetzt versuchst, den der Leiche zu umarmen, dann könntest du mich vorher fragen. Ich habe die Leiche übrigens nicht umarmen wollen. Ich wollte herausfinden, was sie bei sich trägt. So wie ich es schon viele, viele Male getan habe. Und der Typ war tot. Ja, so kann man sich irren. Ich werde dich nicht um Erlaubnis bitten. Ich nehme meine Krücke und humble hinaus. Um mich hin zeternd. Gelehrtes Volk, Doktoren. Wir sind immer alles besser. Emotionen wie ein Stein. Meinst du, dass ich eine Emotion habe wie ein Stein, Samira? Ich finde nicht. Ich habe zumindest neue Freunde gefunden. Wen? Ja, die Akoba. Ah, okay. Sie hätte beinahe einen Tee mit mir getrunken. Ich hatte sie beinahe soweit. Oh, ist mir ein wenig auf die Zunge ungefähr jetzt nichts. Vielleicht nächstes Mal. Wir kommen ja wieder. Ich habe übrigens den Kurs berechnet. Mein Wissenschaftswurf mit 2 Erfolgen. Mhm. Dann findest du auf jeden Fall einen günstigen Kurs. Und ja, du schaust dann auch so die aktuellen Wetterdaten von Kur an und stellst fest, da ist jetzt gerade ein ziemlicher Sturm an der Koordinate. Uiuiui. Ui, ui. Also scheint da stürmisch zu sein aktuell auf dem Planeten. Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen anhalten. Sonst ist es, wie gesagt, es ist eher auf dem Level von dem Tropensturm. Also da möchte kein Mensch gerade mittendrin sein. Also wenn, müssten wir um all wahrscheinlich einen Tag warten oder 2, bis wir... Nee, das ist jetzt wieder... der aktuelle Wetterbericht, gerade den du hast. Also jetzt gerade ist dieser Sturm. Jetzt gerade. Und da ich jetzt nicht weiß, wie lange wir hinreisen. Weiß ich jetzt also, nicht, ob... Du würdest so abschätzen, also das Auge des Sturms wird wahrscheinlich innerhalb eines Tages dort drüber fliegen und bis dahin seid ihr dann, könnt ihr so gesehen genau nach dem Sturm dort landen. Ah, okay. Also ich habe einen recht guten Kurs berechnet. Aktuell ist das Wetter da ungünstig, aber wenn wir da sind, ist es nicht mehr so schlecht, aber die Auswirkungen könnten verheerend sein, sagen wir es mal so. Das Wetter ist immer verheerend. Ach, ich bin ja gleich da. Entschuldigung. Was hast du da hinten gesagt? 10 Uhr, was meinst du? Braucht man da unten noch spezielle Kleidung für solche Sachen zur Vorbereitung? Speziell, also ich würde jetzt keine Winterkleidung anziehen, aus erfahrungsgemäß im Dschungel, aber nicht, dass ich wüsste, aber wir müssten vielleicht Nitan fragen, was da so die übliche Bekleidung ist, damit man nicht auffällt wie ein Fremder. Das stimmt, das können wir so mal noch gleich fragen gehen, damit wir noch vielleicht ein paar Sachen besorgen können. Vielleicht ein bisschen was Regenfestes, falls es doch wieder anfängt zu regnen, aber sonst würde ich da Temperaturen für relativ warm empfinden. Schätzt. Wissen wir überhaupt, wonach wir suchen, so wirklich? Ja, nach denen, die abgehauen sind. Da gibt es die Stelle ja, wo diese Klassifizierung von den Ankömmlingen durchgeführt wird. Da werden irgendwie noch nur Leute sein, da wird irgendwie eine Station sein. Das heißt, vielleicht müssen wir erstmal einen Überflug machen und gucken, was da ist, bevor wir uns mitten in das Nest der Hornisse setzen. Ja und nein, ich würde mir jetzt keinen Überflug machen. Ich würde mich in die Nähe gucken und dann vor Ort auskundschaften. Ich denke, mit der Abaya würden wir auffallen. Aber Samira kann doch bestimmt irgendwas scannen. Samira, können wir das nicht scannen? Nicht von hier. Nee, von hier nicht, aber wenn wir in der Nähe sind, die Abaya hat doch Sensoren. Ja, natürlich hat die Sensoren. Fliegen dahin, nehmen den nächsten Stützpunkt, wo man landen kann, oder Handelsposten, landen dort, hören uns kurz um und dann werden wir in den Dschungel aufbrechen.
würde ich jetzt so vorschlagen. Also würde das jetzt nicht übermäßig kompliziert machen. Und es ist ein bisschen auffällig, wenn wir da irgendwie mit einem Raumschiff drüber fliegen und gucken und machen. Na gut. Ja, so einen Einflugskorridor geben und da wird wahrscheinlich nicht gerade über die Zielkoordinaten verlaufen, wenn das wirklich so eine geheime Sache ist, die da veranstalten. Ich denke, da wo sie sind, wie es ja klang, da ist ja kein anderer, da interessiert es wahrscheinlich keinen mit den Rebellen und Ähnlichen. Eben, das wird so irgendwo abgelegen in der Pampa sein. Also vielleicht ein paar Mareten könnte man vielleicht einpacken, das könnte man machen, um sich einen Weg freizuschlagen. Ja, und hier Altea, kommst du mit? Ich glaube, ihr habt doch jetzt die komischen Wächter jetzt vertrieben, oder? Ich denke, du kannst auch wieder zu deiner Familie zurück. Nun, zu meiner Familie zurück ist schwierig, aber vielleicht findet sich auf der Kurierstation ein sicherer Unterschlupf für mich. Du wirst doch jemanden hier kennen, oder nicht? Ich glaube ja. Ich glaube, ich werde meine alten Studentenverbindungen, vielleicht kann ich Freunde von Noah fragen, ob ich da unterkommen kann. Oder im Wohnheim findet man vielleicht ein Zimmer für dich. Ich komme auf jeden Fall zurück. Es wird funktionieren. Ja, sonst kommst du einfach mit. Stört uns nicht. Kommst du mal raus hier. Ich gucke auf den Beutel Pistazien. Gucke auf Zeno. Ja, bitte. Hab nichts gesagt. Ich würde sagen, möge dein Weg hier friedlich verlaufen jetzt. Und auch wieder froh sind dir entgegengekommen. Die Krone des Tänzers wird mir schon gewogen sein. Ich werde schon einen neuen Weg finden. Davon bin ich überzeugt. Ich hoffe auf ein Wiedersehen unter guten Bedingungen. Das wäre praktisch. Mögen die Kronen euch Holz sein. Ja. Zu dir. Ja, sie packt dann ihr Hab und Gut und geht dann. Nitan, du bist wahrscheinlich wieder in die Kabine zurückgegangen, oder? Nee, ich humpel tatsächlich und fange an, die Waffensysteme zu checken. Mhm. Und versuche irgendwie ein bisschen Alltag zu bekommen, weil mir dieses Aufwachen an Maschinen angeschlossen sehr in den Knochen sitzt und ich weiß, was sich in meiner Kabine befindet. Also versuche ich einen Bogen, um meine Kabine zu machen. Mhm. Ja, dann fängst du entsprechend an, die Maschinen durchzuprüfen. Es ist alles einwandfrei. Das macht mich nur nervöser. Also ich fange tatsächlich, ich suche mir die sinnlosesten Beschäftigungen, humpel da durch die Gegend. Ja. Ja, du verbringst dann den ganzen Tag irgendwie im Maschinenraum, aber irgendwann wirst du wieder in deine Kabine müssen. Ja, Zähne knirschend und Ja, probier's. Ja, und irgendwann, wenn du wieder in deine Kabine zurückkommst, da hängen immer noch deine blutbeschmierten Klamotten. Mhm. Und ja, die Kleidung hängt leicht schief, als wäre da irgendwas Schweres drin. Ich humple rüber und nehme die Sachen auch runter, weil sie müssen gewaschen werden und Wenn sie überhaupt noch tauglich sind. Ja, dann fällt ein kleines Gebetsbuch heraus und schlägt sich an einer Stelle auf, wo so ein Markierung, so ein Eselsohr eingeschlagen worden ist. Ja. Und dort steht dann, es wird eine Zeit kommen, da sich die Menschen wieder der Finsternis zuwenden. Wenn die Unwürdigen ohne Zunge sprechen, wenn Schwester Schwester verrät, wenn das Licht des Friedens die Diener der Finsternis nähert, wenn Bruder Bruder tötet, nur jene, die in der Finsternis leben, werden das Licht sehen. Lesen wir das noch ein paar Mal durch. Haben Sie vielleicht ein Handout? Mhm. So schnell kann ich nicht mitschreiben. Ja. So kein Steno? Nee, das habe ich leider nicht gelernt. Das Problem ist jetzt nur, du liest das, aber Xeno kennt die andere Hälfte. Oh, das ist ja nicht mein Problem. Ja, ja. Was ist hier los? Ich kenne die andere Hälfte. Genau, weil es ist ein Satz mehr als das, was du von dem Abgesandten gehört hast. Der Abgesandte hat zu Xeno in seiner Vision gesagt, Fleisch, oder? Wenn die Unwürdigen ohne Zunge sprechen, wenn Schwester Schwester verrät, wenn das Licht des Friedens die Diener der Finsternis nähert, wenn Bruder Bruder tötet. Aber der letzte Satz, nur jene, die in der Finsternis leben, werden das Licht sehen. Das steht nur in diesem zalonischen Gebetsbuch. Warum habe ich eigentlich ein zalonisches Gebetsbuch dabei? Du hast, als du den einen leergeräumt hast. Ach so, ja. Ja, ich erinnere mich wieder. Hast du alles eingepackt, was er hatte, und dann hat er zugeschlagen. Dieser Arsch. Es kommt auch alles so ein bisschen wieder hoch und ich setze mich aufs Bett und greife unter das Kissen.
nehme dieses kleine Päckchen, das da einmal liegt, raus und fange an, das sehr genau anzuschauen. Ja, und so blenden wir ab von Nitan, die in ihrer Kabine dieses Gebetsbuch liest, danach andere Sachen auspackt und dort hineinstarrt, während Xeno in der Messe noch die letzten Berechnungen nochmal überprüft, während Jakob das feinsäuberliche Angebot der Richterin Kuran anschaut, Samira entsprechend wieder Datenrecherche macht, was gerade im Bulletin geht und die ganzen Berichte, dass die Paria abstreiten, damit irgendwas zu tun zu haben, die Ikonen, die Kirche der Ikonen, die Abgesandten anerkennen und ja, Anuket vielleicht die Katze gerade wieder überprüft. Damit schließt sich das erste Szenario der Kampagne Gnaden der Ikonen und es geht natürlich weiter in Szenario Nummer 2, wenn es hinuntergeht nach Kur. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Sollte euch dieses Projekt oder eins meiner anderen gefallen, würde ich mich entsprechend über positives Feedback freuen, genauso wie über Weiterempfehlungen. Alle weiteren Links findet ihr zentral auf zeit.gr. Vielen Dank.